Hallo, herzlich willkommen zur 353. Folge Let's Play Minecraft Staffel 6 mit mir, den Cedric Aesios, hier auf dem südesmeraldischen Fernsehen. Wir hatten letzte Folge das Lager oben ein bisschen eingerichtet und hier die Werkstatt. Die wollen wir heute noch ein bisschen verfeinern und auch noch ein bisschen anderen Stuff hier oben reinstellen. Dazu habe ich mir hier zum Beispiel was überlegt. Und ein paar Schilder nützen da wahrscheinlich auch was. So, unten sind ja die groben Sachen, die hergestellt werden. Hier oben die feinen Sachen. Und da ist hier hinten ein Arbeitsbereich, wo zum Beispiel Zauntore gefertigt werden. Mache ich mal so. Und da brauchen wir einen Werkstock. Und einen Werkstock habe ich mir mal überlegt. Müssen wir jetzt aber wieder ins Lager. Aber das können wir mal fix machen. Ist so ein Werkstock. Kriegt man in Minecraft für mich sehr hin. Zumindest mit dem Maßen. Ich guck mal kurz hier, was hier noch so in den Ton ist. Ich vergesse das immer sehr schnell. Hier haben wir zum Beispiel noch Trichter. Den nehme ich mir mal mit. Hier sind ganz viele Zäune. Fällt mir gerade ein. Die nehme ich dann mal mit hoch zum Schreiner. Es wird Nacht, deswegen lege ich mich ganz schnell schlafen. Oder wer ist denn noch mit dem Server, der Sonnenschein? Er hat sich schon schlafen gelegt. Das erleichtert natürlich einiges. So ein Teil als Werkstock, oder? Was hattet ihr gedacht? Es ist zwar Amboss und es steht auch Amboss drin, aber es ist ein Handwerk, wenn man es so sieht. Und ein Handwerk braucht auch Unterstützung durch andere Handwerke. Da gucken wir doch einfach mal. Wir brauchen 1, 2, 3, 4 davon. Und 1, 2, 3, 4 davon und 1, 2, 3, oder? War es nicht so? Bin mir gerade nicht mehr sicher. So und so. Ne, andersrum. 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 Zack. Tür zu. Tür zu. Zack. Und wir haben einen Amboss. Na, klasse doch. Macht denn der Dorfwohner da drüben? Oder ganz viele? Die vermehren sich wohl wieder hier. Das finde ich sehr gut. Ja, meine lieben Freunde. Die Zäune wollte ich mitnehmen. Zack. Kann ich hier irgendwas stacken? Oder den tue ich einfach raus, ganz einfach. Ganz einfach. Von der anderen Seite komme ich natürlich. Ich bin ein Dödel. Ich hätte doch hier noch schnell ein bisschen Glas mitbringen können. Für die Fenster. Nun gut, nun gut. Zack. Hätte ich eigentlich auch hier machen können, ne? So. Ja, das schaut die Treppe ein bisschen stabiler aus. Und hier kann man so einen Werkstock hinbasteln, vielleicht dahin. Kann man dann von hier so ran und dann sowas einspannen. Und hier Treppen rein. Und hier können wir jetzt dann auch was raus basteln. Am besten erstmal hier wieder drei Truhen.
Eine stellen wir davon dahin. Eine stellen wir dahin. Da ist nämlich hier noch ein bisschen. Ja, lassen wir die 48 mal hier drin. Schaut gerade dort gut aus. Und stellen wir noch eine Truhe ins Lager. Wo passt die denn am besten hin? Hier steht noch nicht so viel. Packen wir die mal da rein. Packen wir eben das Fichtenholz hin. Vielleicht findet man das Leder irgendwann mal. Und hier so Ersatzteile, ne? Wieso? Können wir ruhig mal hier lassen. Ist mir mein Essen weggeschlagen? Oder war ich das? So, jetzt machen wir hier raus. Noch ein bisschen Stuff. Unter anderem das, unter anderem das. So. Das, 27 davon. Davon. Hier kommt ein bisschen was rein. Aus den Zäunen werden da die Zauntore gemacht. Und hier unten. Können wir hier so ein bisschen was anordnen. Obwohl, das schaut nicht so wirklich aus. Wir haben ja noch ein bisschen was hier drin. Haben wir hier drin? Irgendwo? Ich weiß wohl noch, welches ist. Ich weiß es. Hier war da noch was, oder? Jein. Fichte. Fichte, Fichte. Komme ich so leicht nicht drüber, ne? Aber ein bisschen Geschick eigentlich schon. Ist das ja eigentlich ein Dorf ohne Spawner? Schau dir das an. Schau dir das an. Wir haben in jedem Winkel hier irgendwo was. So. Ich muss ja sagen, das schaut bis jetzt. Naja, das. Nee. So sah es besser aus, muss ich sagen. So sah es bis jetzt besser aus. Und das Teil. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ist hier unten was? Ist hier unten was? Nee, ne? Dann schaut doch mal, wie das hier ausschaut. Oder seht doch mal, wie das hier ausschaut. Das Teil. Kann man eh nur bis dorthin sehen. Mir irgendwo noch was Steiniges ganz oben. Ganz oben. Da, eine brauchen wir mal. Da oben qualmt es da auch raus, aber nützt mir ja nichts, ne? Das nützt mir nichts. Zack. Machen wir das mal so hin. Oder ich pack das einfach auf die Etage. Auch eine gute Sache. Und mach daraus hier. Zack. Jetzt haben wir das Zeug wieder oben. 6 Stück, das reicht nicht. Zack. Nee. Das können wir auch hier hinterziehen. Obwohl, das brauchen wir ja gar nicht. Man kann ja den da machen.
Dann kann er den da machen, den da. Und das kann man ja so lassen, dass man sich dann so hier ranstellen kann. Und da hat man sozusagen den Abzug hier oben. Wenn ich das dann so mache, schaut das auch gar nicht mal so blöd aus. Da kann man hier noch ein bisschen was machen und hat dann so einen Abzug. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Machen wir hier oben mal ein bisschen anders. Hier, zack, zack. Zack, zack. So. Und dann läuft das doch besser, oder? Viel besser. Eisen. Es mangelt immer am Eisen. Zack, zack, zack. Nee. Zack. Obwohl. Ich brauche die aber gleich. Ja, das kann man hier lassen. Ersatzteile, alles Ersatzteile. Zack, das gehört auch noch da rein. Die Erde, nun gut. Ein bisschen Dreck entsteht immer hier. Ein bisschen Dreck entsteht immer. Obwohl hier ja eigentlich ganz gut ein Zaun passt. Hoppla. Einen nehme ich mir immer noch. Einen. Dahin. Passt. Okay, jetzt fehlt nur das Glas und irgendwas anderes. Irgendwas anderes. Ich hab's schon wieder vergessen. Was wollte ich denn jetzt machen? Ach ja, Eisen. Auf das Stichwort Eisen fällt mir das wieder ein. Ich brauche 6 Eisen. Der Profi weiß, was ich meine. Der Nicht-Profi nicht. Das ist nicht machbar. Haben wir hier drin irgendwas? Da ist ein Bett. Sehr schön. Apropos Bett. Apropos Bett. Okay, wir werden gleich schlafen oder der Sonnenschein schläft. Ich gehe schlafen. Guten Tag. Meine lieben Freunde, und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.